dieser Art gibt es bis jetzt noch nicht. Es gibt die Einzelfallanalysen, bei denen immer einzelne Vorreiter vorgestellt werden. Das ist natürlich ganz spannend, das ist ein qualitativer Ansatz, aber man hat daran natürlich noch kein Ergebnis, wo letztendlich die Lokalredaktionen in Deutschland generell stehen. Wir haben auch so begonnen mit der qualitativen Studie und haben 12 Leitfadeninterviews mit Chefredakteuren gemacht, haben daraus dann die Fragestellung für den Fragebogen abgeleitet, aber haben dann eben auch eine quantitative Erhebung gemacht, um einfach mal Basisdaten zu erheben, wie eigentlich der Stand der Dinge ist in Deutschland. Es ist auf jeden Fall ein Bedarf da für diese Studie. Das war ja auch unser Ausgangspunkt. Das war eine Frage, die aus dem Team selber kam und auch von den Journalisten selber kam, dass viele das Gefühl haben, sie arbeiten halt, aber brauchen ein paar Tipps oder Richtlinien oder es wäre einfach mal gut, eine Basisdateninformation zu haben. Was machen eigentlich anderen? Was ist eigentlich Stand der Dinge? Denn nur wenn man Basisdaten hat, kann man ja darauf aufbauen und sagen, okay, das ist da, das ist offenbar noch nicht da. Und deshalb muss man natürlich vielleicht über eine Defizitanalyse gucken, was könnte überhaupt noch gemacht werden. Von daher, denke ich, ist das der erste Baustein, einfach mal zu wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und das ist tatsächlich neu. Ja. Das ist natürlich letztendlich eine Entscheidung, die die Chefredakteure und auch die Verlagsleiter, aber auch natürlich auch jeder Redakteur auch selber treffen muss. Denn da können wir natürlich mit unseren Ergebnissen keine Schablonen für die Zukunft der nächsten Jahre geben, die für jedes Medienhaus gleich aussieht. Also das ist natürlich klar. Was wir aber natürlich machen können, also wir haben bestimmte Sachen festgestellt, beispielsweise, dass die Kommunikation in Häusern manchmal schleppend läuft, dass aktive Redakteure selber von der Leitung oft nicht unterstützt werden oder dass es auch nicht immer gelingt, von der Leitung in diesem Top-Down-Prozess die Menschen mitzunehmen. Das heißt, hier ist eine Kommunikation zwischen beiden Ebenen etwas, was uns aufgefallen ist, was die Studie auch belegt, die nicht funktioniert. Und das sind natürlich Sachen, an denen gearbeitet werden könnte.